So, moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal kein Motovlog, heute mal wieder in der Garage, trotz Führerschein. Nee Leute, heute ist mal Pflege dran und wir machen heute, wie es wahrscheinlich schon viele im Titel gelesen haben oder in der Insta-Story gesehen haben. Ja Leute, wir machen heute mal einen dicken Ölwechsel. Ich habe schon alles parat hier, ich habe schon das Heft. Wie viel Milliliter und so die Karre braucht, ist eigentlich gar nicht so viel. Ein Ölfilter habe ich, beim Ölfilter zweifelt es aber bei mir noch ein bisschen am Glauben, dass es der richtige ist. Ich hoffe natürlich, dass es der richtige ist. Ansonsten wäre das ein bisschen blöd, aber wir gucken einfach mal, weil ich habe noch nie den Ölfilter von einer 220er gesehen. Darum ist es mir auch noch nicht so richtig vertraut, aber ich meine, der sieht aus wie ein normaler Ölfilter, so. Ich finde aber, ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das so rüber, als wäre er ein bisschen klein, oder? Aber müssen wir einfach mal schauen. Aber auf jeden Fall machen wir heute einen Ölwechsel. Öl benutze ich Smooth Tool 300V 15W60. Das habe ich beim guten Siki gesehen, dass er das auch fährt, und das steht auch im Handbuch. Man kann aber auch 10W50 kann man auch fahren, würde auch gehen. Ich habe mich aber einfach für das dickere entschieden, weil ich, weiß nicht, weil ich die Farbe einfach geiler finde und weil es Sigi auch fährt. Und deswegen habe ich mich einfach für das 300V 15W6 entschieden. Motul, warum Motul? Einfach weil es das beste Öl ist und einfach weil ich das Beste für meine Karre will. Genau, 2 Liter haben wir davon da. Es kommen ja nur 1,5 Liter in die Karre rein, von daher brauchte ich jetzt keine 4 Liter oder so holen. Und ja, ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt mal den Ölwechsel zu machen, weil wir sind, glaube ich, auch schon dran. Ich weiß gar nicht, wie viele Betriebsstunden wir jetzt haben. Oh, wir haben sogar schon 27,9 Betriebsstunden. Ja, ich bin in der letzten Zeit ordentlich viel gefahren. Und das wird sich auf jeden Fall heute ändern, dass wir endlich den Ölwechsel machen. Ich würde sagen, ich baue jetzt schnell den Unterboden, den Motorschutz baue ich ab, dass wir an die Ölablassschraube kommen, und dann würde ich sagen, die Karre ist warm gefahren, ich bin gerade eine kleine Runde gefahren, die müsste ordentlich warm sein, dann können wir eigentlich schon klar das Öl ablassen und Ölwechsel, Filter und so alles, die Siebe, alles reinigen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, ich baue jetzt den Unterboden ab und los geht's. Der Motorschutz ist ab, der liegt dort. Nicht wundern Leute, ich habe mir noch keine Ölwanne geholt, darum ist es jetzt erstmal hier der Umzugskarton mit einem Müllsack. Das wird jetzt unsere Ölwanne, wird das jetzt auf ganz sparsam und ganz cool. Ich will erstmal sagen, wir machen erstmal die Öleinlassschraube auf, dass es durchziehen kann. Boah, Alter, wie heiß ist. Genau, und dann müssen wir eigentlich dann nicht mehr lange rumschnacken, sondern können eigentlich gleich die Ölablassschraube aufdrehen. Ich hätte jetzt gedacht, ich schraube das jetzt so oder leg das jetzt so hier drunter und schraube die einfach mal auf. So, schneller den Ratschenkasten hier, wieder nichts da. Was ist denn das für eine Nuss? Ich bin ja echt gespannt, wie das Öl aussieht und wie der Magnet aussehen wird. Oh Gott, das will ich. Können jetzt mal hier. Okay, da kommt schon. Oh. Ah, Moment mal. Na, ach, was ist denn das für ein Druck, Mann? Oh. Geil! Boah, das Zeug ist ja übelst warm. Ach! Da los. Nee, aber jetzt gibt es auf jeden Fall kein Zurück mehr mit dem Ölwechsel. Wir können uns ja mal kurz die Magnetschraube angucken. Die sieht eigentlich ganz okay aus. Also muss ich sagen, sieht jetzt nicht so schlecht aus. Im Kupferring habe ich leider keinen neuen.
Der sieht aber eigentlich noch ganz okay aus. Den verwenden wir einfach wieder. Ja, okay, paar kleine Späne sind dran, so, aber hält sich in Grenzen auf jeden Fall. So, die Magnetschraube, die machen wir jetzt auf jeden Fall gleich nochmal ordentlich sauber. Schön mit dem Bremsenreiniger draufknallen. Oh, dass das so rausgefatscht kommt, das war ich ja gar nicht drauf vorbereitet. Na. So. Da ist das auf jeden Fall jetzt auch wieder ordentlich sauber. Oh, jetzt kleben meine ganzen Pfoten hier. Boah, ist ja widerlich. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt hier noch ein bisschen, ein paar Minuten abtröpfeln. Oh, und dann kann ich erstmal meinen Ständer sauber machen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn wir das Netz reinigen und den Ölfilter ausbauen. Aber ich würde sagen, ich räume das jetzt hier erstmal auf oder mache das erstmal sauber und dann sehen wir uns gleich. Ja, sorry, irgendwie ist meine GoPro irgendwie ausgegangen. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was jetzt nur alles gefilmt hat oder ne. Ich werde es dann sehen beim Schneiden. Es tut mir auf jeden Fall mega leid, dass sie irgendwie, ich weiß nicht, was er hatte, aber irgendwie hat die auf jeden Fall nicht mehr gefilmt. Es tut mir auf jeden Fall mega leid, aber ich werde mal gucken, was er jetzt noch gefilmt hat oder ne. Auf jeden Fall haben wir jetzt das Sieb vom Motor, also das große Sieb haben wir jetzt auf jeden Fall gereinigt. Das ist jetzt wieder sauber und wir würden das jetzt mit 15 Newtonmeter werden die angeknackst. Das würde ich jetzt machen. Dann würde ich als nächstes vorne den Ölfilter, den großen Ölfilter nehmen und den mal wechseln. Ich hoffe ja natürlich, dass es der richtige ist, den ich bestellt habe. Wenn nee, wäre das natürlich sehr blöd. So, mal gucken, ob wir jetzt hier rankommen. Bisschen blöd, aber gut, 15 Newtonmeter hat er. So, jetzt kann das hier natürlich noch ein bisschen tropfen. Das ist aber fertig. Und jetzt können wir uns den großen begeben hier. Das sind Achter. Da können wir ja mal gucken, wie schwer das geht oder ob das ganz leicht geht. Ich hoffe natürlich, dass es der richtige Ölfilter ist. Wenn es nicht der richtige Ölfilter ist, oh, da sehe ich mich eigentlich gar nicht drin. Ich hoffe es einfach, dass es der richtige ist, weil der kommt mir ein bisschen klein vor, weil ich mir ein paar Videos angeguckt habe von anderen, die Ölwechsel machen und so. Und irgendwie kommt mir da der Ölfilter ein bisschen größer vor. So, mal gucken, hier wird bestimmt auch noch ein bisschen Brühe rauskommen, dass wir das hier nicht auf dem Teppich haben. Nein! Fällt mir erstmal rein, oder? Oh ne, ich sehe mich dann echt schon in die Waschanlage fahren. Da mache ich gar keinen großen Pipapo, Alter. Das wird gereinigt und gut, das ist einfach. Oh ne, so eine schmierige Aktion hier. Das ist ja wirklich. So. Cool. Jetzt können wir den auf jeden Fall mal rausnehmen. Mal rausnehmen und mal gucken, ob das der gleiche ist. Oh, ich hoffe so sehr, dass es der gleiche ist, ne? Wenn das nicht der gleiche ist. Och, nee. Zieh ich den mal wieder raus. So, Leute, ja. Also irgendwas stimmt halt mit meiner GoPro nicht. Es tut mir auf jeden Fall mega leid, dass es jetzt leider wo wir den Ölfilter getauscht haben, dass es leider nicht aufgenommen hat. Auf jeden Fall war es der richtige Ölfilter. Da hatte ich immer echt Schwein gehabt. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall den Ölfilter getauscht. Wir gucken gleich mal, wie viel Newtonmeter der noch kriegt. Und auf jeden Fall tut mir es auf jeden Fall, also ich weiß nicht, was heute mit meiner GoPro los ist, aber da frage ich mich echt, keine Ahnung. So, jetzt haben
haben wir das gewechselt. Jetzt müssen wir gucken, wie viel Newtonmeter der kriegt. Und der bekommt 10 Newtonmeter. Meine Hände, Alter, die sind echt ein bisschen ranzig. Da kriegt der 10 Newtonmeter. So. So. Das ist fest. So, jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Wir haben Ölfilter getauscht, wir haben das Sieb gereinigt. Wir haben den Kleinen gereinigt, Öl abgelassen. Eigentlich könnten wir jetzt die Auslassschraube wieder befestigen. Also das hier kurz. Und dann könnten wir eigentlich rein theoretisch schon anfangen, die Ölauslassschraube wieder dran zu knacksen. Die hier natürlich wie geleckt aussieht. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Newtonmeter der kriegt. Wo ist denn hier eine Auslassschraube? Hier. Mit Magnet 20 Newtonmeter kriegt er. Mhm. 20. Nee, 20 habe ich gesagt, ne? So, da kriegt er seine 20. So. Das ist, denke ich mal, alles fest hier wieder. Easy. So, jetzt haben wir. Das haben wir. Alles haben wir. Die Ölwanne kann ich wegnehmen hier. Kann ich ja mal mit dem Tuch drüber gehen. So, jetzt müssten wir eigentlich schon wieder alles erledigt haben. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, das sieht aus, ja, wirklich. So, rumgeschweinert hier. Und da können wir jetzt eigentlich, einen Messbecher habe ich mit dabei, da können wir die 1,2 Liter, was in den Motor reingeht, einfach füllen. Hier steht es auch nochmal im Handbuch. 1,2 Liter. Und ich habe ja 2 Liter, habe ich ja. Von daher müsste das ja eigentlich ganz entspannt gehen. Ich gucke mal, ob das hier auch reingeht. Ja, doch, müssten wir eigentlich hinkriegen. So, und dann gucken wir mal, wie geil das Motul 300V aussieht. Es müsste eigentlich so ein Neon-Grünstich haben. Oh, jo. Okay, mega geil. Und davon können wir jetzt auf jeden Fall erstmal einen ganzen Liter reinschütten. Der Messbecher geht eh nur bis 1 Liter, also machen wir jetzt die komplette Flasche und 200 Milliliter. Dann müsste das eigentlich hinhauen. Gucken, ob sie genau gemessen haben hier. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu der Farbe sagt, zu dem Motoröl. Sieht mega geil aus, ist ein richtiges Neongrün. So, mal gucken, ob es genau ein Liter ist. Boah, ganz genau. So, das kommt jetzt auf jeden Fall erstmal rein. Und dann noch 200 Milliliter. Alter, wie krass das aussieht. Oh, Digga. Mann. So, ich hoffe natürlich, dass ich nicht klecker, weil das wäre blöd.
Das sieht ja eigentlich schon mal ganz gut aus. Das ist hier den kleinen Schluck noch reinzukriegen, ohne zu kleckern. Wir müssen ja eh noch 200 Milliliter. Kommen wir auch noch rein. Das ist so eine krasse Farbe, das sieht so krass aus. Und dann war es das eigentlich schon mit dem Ölwechsel. Also ich hätte gedacht, es dauert ein bisschen länger. Mal gucken, ich denke mal, das Video wird nie allzu lange gehen. Oder ich hoffe, dass es auf jeden Fall nie allzu lange geht, weil ich will euch nie so lange hier auf die Folter spannen. So, wartet mal, jetzt muss ich mal gucken, wo 200 sind hier. Zeigt mir so hier an. 800, ja, genau. So, das war's, mehr kriegt sie nicht. Ja, da habe ich. Könnte ich das ja weghauen. So, das kriegt sie jetzt noch rein. Und nee, da denke ich mal, war's das ja dann eigentlich schon mit dem Ölwechsel. Mehr ist es ja dann nicht. Ich hoffe, das Video hat euch natürlich gefallen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und über ein Abo würde ich mich auch mega freuen, weil wir sind gerade schon wieder kurz vor den 2100. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr jetzt ein Abo da lassen würdet, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich denke mal, als nächstes wird, das nächste Video wird, denke ich mal, Wheelie Training werden. Weil das Video wollte ich zwar eigentlich schon eher drehen, aber ich hatte noch keine Zeit, weil ich heute Prüfung hatte. Und deswegen wollte ich halt unbedingt das also Motoröl wechseln machen, das Video. Den können wir auch nochmal kurz sauber machen und dann ist es eigentlich schon fertig. Dann war es das eigentlich. Öl ist drin. Wir können ja gleich nochmal im Schauglas gucken. Naja Leute, Öl ist drin. Filter und sowas alles da. Eigentlich alles wie neu. Das war jetzt eigentlich mal ein Ölwechsel. High Life, der Motorschutz, den mache ich jetzt nur noch gleich dran, so, aber da muss ich ja jetzt nicht filmen. Und ja Leute, wie gesagt, ich packe euch das alles mal unter die Videobeschreibung. Das Öl, den Filter, die Griffe und so alles. Und da würde ich sagen, Leute, ich hoffe, euch hat das Video natürlich gefallen. Wie gesagt, würde mich mega freuen über einen Daumen nach oben und ein Abo. Und somit würde ich sagen, Leute, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Haut da rein, bleibt auf jeden Fall gesund. Peace.